Morgen, morgen, Mensch mit Guts. Wir sind wieder im King's Dilemma oder The King's Dilemma Chronicles, wann ihr es genau haben wollt. Ja, wir sind letztes Mal verstorben, denn wir hatten eine lange Herrschaft und irgendwie haben wir hier rechts mit diesen Markern waren hier irgendwie Totenkopf, Totenkopf, Totenkopf und jemand roter Totenkopf und irgendwie wirft er am Ende mal eine Münze. Ich habe das noch nicht ganz durchblickt. Und dann sind wir halt weg gewesen. Aber es ist nicht so schlimm. Alles war in der Mitte. Es war quasi perfekt ausbalanciert, wie wir es wollten. Alles schick. Ich habe zwar auch nicht ganz mit den Kronen das verstanden, hundertprozentig, aber alles nicht so schlimm. Denn wir brauchen jetzt, geht's ja weiter, nicht mehr zurückblicken. Wir brauchen weiße Kronen. Momentan sieht es gut aus, weil alles hier oben drin ist. Den einen müssen wir noch hochhalten und den Rest alles hier oben irgendwie reinbringen. Ja, Geld leider nur 5 Tacken, sodass wir theoretisch nur eine Aufgabe hiervon machen können, da die eine kostet 2. Ich habe schon mal geschaut und ja, kostet 5. Hier haben wir gerade nichts. Das heißt, entweder in unserem eigenen Königreich hantieren oder in der Welt. Ich würde jetzt in der Welt erstmal ein bisschen rumgucken und tatsächlich das hier gleich machen. Ich weiß nicht, wie viel bei den Enkal halt noch übrig ist. Ich dachte, da habe ich alle Quests mal. Dir, da gibt es halt noch viel Auswahl. Das ist ja quasi die Quest für. Warte, dir. Das ist die Quest mit unserem nördlichen Nachbarn, mit dem wir jetzt schon so ein bisschen fusioniert sind. Gleiche Kultur teilen oder beziehungsweise Austausch stattfindet. Wir sind halt generell militärisch und alles verbündet. Während wir hier mit dem Abnet-Ding hier eine Geschichte von Kummer, das ist jetzt so eine Nahrungskrise. Die könnte mir vielleicht ein bisschen auf die Füße fallen, wobei ich letzte Mal hier, wo haben wir es? In Arbeit, baue eine Vorratskammer. Gut, vielleicht ein bisschen später für, aber mal schauen. In 3 Runden haben wir die. Damit haben wir weiße Kronen und können uns wieder was Neues hier aussuchen, zumindest anteilig. Vielleicht die Burgsicherheit erhöhen oder so, erforschen. Ich dachte erhöhen, erforschen, na gut. Ja, wir könnten eigentlich was ausgeben, was viele Kronen benötigt, aber also viele schwarze, weil wir ja noch 6 Stück haben. Aber anscheinend ist alles immer ausgeglichen, bis auf das hier und das ist genau in der falschen Richtung ausgeglichen. Insofern können wir da nicht so viel letztendlich rausholen, aber wir schauen mal, was sich so ergibt. Im Rat, ja, der mag jetzt noch ein bisschen weniger, da hier ist das Bündnis bald wieder vorbei. Dafür wissen wir, dass die die Welt vom Bösen befreien wollen. Und warum auch immer beide Symbole da sind. Also, wie ihr merkt, ich habe noch nicht alles durchblickt. Hier unten, wir haben schon die eine Story mit den NK, die eigentlich ziemlich durch. Darum verstehe ich auch nicht, warum da jetzt immer noch Quests auftauchen. Es bewegt sich halt dadurch der Reiter einfach nicht. Was wollten wir jetzt machen? Das mit dem 5, genau. Also Union der Zivilisation als Questreihe oder als Storyline. Die Enkali, die glauben, dass Götter seien nur ein Trick, um Menschen Angst einzujagen. Ja, das kann sein. Haha. Fragt ja Odin sowas wirklich? So. Und sie in einer rein physischen Welt gefügig zu machen. Ihre Skepsis bringt das Volk dazu, an der Mutter zu zweifeln. Der Kult hat beantragt, dass wir die Bekehrungsversuche dieser Fremdphilosophie, die einige unserer Leute finanziert haben, fasziniert haben. Halten wir die Missionierung der Enkali auf? Zwei im Rat stimmen für Nein. Ich würde also bei denen ein bisschen Sympathie gewinnen. Ich kann sie eh nicht umstimmen, weil ich dafür kein Geld habe. Meine Moral sinkt ein bisschen mehr, weil die ja schon dunkel ist. Mein Wissen steigt und wird dann weiß. Ist nicht verkehrt. Während bei Ja habe ich dann den Erzfeind anscheinend. Mein Verbündeter bleibt noch ein bisschen länger bei mir. Das heißt, ich behalte noch ein bisschen länger die 9 Punkte unten. Aber das Wissen sinkt halt auch stärker und ich will halt oben bleiben. Aber hier habe ich halt das Problem, dass die Moral wieder hochkriegen muss. Aber das könnte man vielleicht wieder mit Wissen gegentauschen. Wir bleiben bei Nein, weil ich finde, beides ist okay. Wir halten das nicht auf. Wir machen die weiter missionieren mit unserer Religion. Wir maßregeln keine Ideen, vor allem nicht, wenn dies unsere Verbündeten verärgern würde. Wir nehmen den Antrag auf Zurechtweisung atheistischer Philosophen ab. Soll doch jeder glauben, machen, was er will hier, ganz ehrlich. Nicht so viele vom Staat vorgeben lassen. Sagt der, der hier die ganzen Entscheidungen treffen muss.
So, also der Kelch der Wüste könnten wir jetzt noch weiter fortführen. Eine riesige Sammlung wertvoller Gegenstände wurde gefunden, wahrscheinlich. Aber das ist jetzt. Ach doch, das ist diese Questreihe. Moral darf nicht weiter sinken. Und Geld darf beides nicht so richtig sinken. Ist gerade nicht so schön, die denn drinnen zu halten. Was haben wir denn noch zur Auswahl? Die Geschichte von Kummer, ja, das ist mit der Nahrung. Da könnten wir wahrscheinlich, müssen wir Geld ausgeben, dann sinkt das ein bisschen wieder und das andere steigt. Ja, ist schwierig, das in der Balance zu kriegen. Wir könnten hier gucken, weil hier tauschen wir ja Wissen. Dann könnten wir das Wissen ein bisschen senken und das andere ein bisschen steigen lassen. Damit das nicht so viele nach unten geht beim nächsten Mal. Ja, wir gucken mal, ob wir das hier hinkriegen. Eine Geschichte von Kummer. Jeron, ein extravaganter Bildhauer aus der Republik Kaupia, hat angeboten, uns eine schöne Statue von Raela, der heiligen Tochter der Fruchtbarkeit, anzufertigen, damit sie der Bevölkerung der Mark Tyrell in ihrer Not spirituellen Trost spenden kann. Ja, das bringt auch was, wenn die Leute verhungern, oder was? Na gut. Wir schauen mal. Sicherlich eine kulturelle Errungenschaft, jedoch recht teuer. Finanzieren wir die Statue der heiligen Tochter? Alle sind für Ja. Alle. Ich muss sie ja finanzieren dadurch. Bei Nein sinkt das, das wollen wir nicht. Also ist Ja ganz okay für uns. Das Einzige, was das hier sinkt, halt raus. Aber das ist halt dann ganz oben. Gut. Aber alle Ja gegenzustimmen wäre jetzt nämlich nicht so schlau. So, die Statue initiiert eine neue Art des Realismus in der Kunst und bereichert die Kultur unseres Königreichs. Es spielt keine Rolle, was sie gekostet hat. Sie ist es wert. Moral wird weiß oder steigt um eins. Zwar macht die Statue der Raela die hungernden Ausgestoßenen nicht satt, doch ihre majestätische Anblick besänftigt ihre Gemüter. Gut, jetzt haben sie Glauben, aber verhungern. Boah, ist der Hardcore-Fall. Das war aber dolle. So, Geld haben wir, wie gesagt, nicht. Wie lange braucht es hier noch? Was in Arbeit ist? Noch eine Runde, wa? Okay, und in einer Runde könnten wir uns das hier nochmal anschauen. So, hier können wir Geld und Mensch, Einfluss beschäftigen. Wir müssten eigentlich das Geld nach oben bringen, damit es nicht zu stark sinkt. Dadurch sinkt aber wahrscheinlich der Einfluss ein bisschen. Können wir den Einfluss vorher nochmal erhöhen, weil der weiß ist? Nee. Wir können bloß mit Geld und Moral hantieren und das ist beides gerade nicht so schön, wenn es nach unten geht. Das können wir uns nicht leisten, also sind wir ja schon fast gezwungen, das hier zu nehmen und hoffen aufs Beste. So, die Bewohner von Abnet, einem Dorf am Fluss Abne, klagen darüber, dass sein Wasser grau wie Asche geworden ist. Beim Bewässern der Felder wurde auch ihr Weizen grau und das daraus gewonnene Brot hat die gleiche unansehnliche Farbe. Viele machen Muhire dafür verantwortlich, weil sie den schlechten Weizen in den Abnö gekippt haben. Doch dort leugnet man dies. Die Nachbarn mit ihrem vergammelten Fressen. Ist das ein Anschlag auf unser Königreich? Verhängern wir Sanktionen gegen Muhire? Eigentlich ja. Wäre scheiße. Nein, würde das senken, das wollen wir nicht. Und das hier steigen lassen, ja, wir nehmen ja. Dann sinkt das bei denen leider wieder und bei denen auch wieder. Wir nehmen ja. Muja sagt, es wüssten sie nicht, was geschehen sei. Doch es spielt keine Rolle, sie müssen uns entschädigen. Die zusätzlichen Gelder aus den Sanktionen werden sicher helfen. Doch immer mehr beherrscht Hunger die Stadt von Tyrell. Und die ärmsten Ausgestoßenen sind gezwungen, Brot aus grauem Weizen zu essen. Wegen seiner unansehnlichen Farbe nennt man es Aschenbrot. Na gut, wenn das, was zu essen ist, Nährwert bringt und nicht krank macht, ist es halt nur das Aussehen. Die meisten finden Aschenbrot unappetitlich, doch für die Hungernden ausgestoßen ist es ein Segen, dass sie sich endlich etwas Essbares leisten können. Auch wenn die Auswirkungen zunächst verborgen blieben, so führt der regelmäßig andauernde Verzehr doch zu krankhaft grauen Flecken an den Lippen und entlang des Bauches. Okay, das ist scheiße. Die Merkmale sind nun bei vielen Bettlern aus Wandes zu sehen. Die Leute nennen sie schon Aschlinge und viele behaupten, sie neigten verstärkt zu Gewaltausbrüchen. Die wachsame Anspannung führt zu vielen Zwischenfällen. Abergläubische glauben sogar, die Seelen dieser Menschen gehören nun seltsam alten Göttern. Die Aschlinge jedoch sagen, man würde sie nur wegen ihrer sichtbaren Zeichen der Armut ausgrenzen.
Das könnte hier rüber dann gehen, wa? Konflikt mit denen da drüben. Verhängen wir Sanktionen gegen die, haben wir gemacht. Das ist im oberen Bereich wieder. Die beiden müssen wir irgendwie hochkriegen. Im Gegenwert, vielleicht zum Kosten von denen hier, aber es ist schwierig. Wir müssen halt die richtigen Quests auftauchen. Sind zumindest neue aufgetaucht. Das ist schon mal schön. Oh, was im Auge gekriegt. So, der Kelch der Wüste. Da haben wir halt Moral und Geld im Problem. Das heißt, es könnte ja sein, dass das eins steigt und eins sinkt. Oder das nur eins sich bewegt. Darum ist das mal schwer einzuschätzen. Das hier wollen wir gerne steigen, das mit den Aschlingen. Aber ich weiß halt nicht, in welche Richtung das jeweils geht. So, dann haben wir hier nochmal Aschlinge. Letzte Nacht hat eine Gruppe von Aschlingen in einer... Ja, okay, die haben da also anscheinend irgendwie sie plündert, wa? Jo, in der Gasse wahrscheinlich Leute überfallen. Wir können Moral und das tauschen, ja, aber das wollen wir nicht sinken lassen. So, was gibt's denn hier im Burghof sozusagen, in Libra, in der Hauptstadt? Wissen und Moral, das sieht gut aus. Das nehmen wir. Wissen senken, Moral steigen, dann sind wir beiden wieder oben, also im oberen Bereich. Der Rektor berichtigt, dass Haret, ein berühmter Historiker, den legendären ersten König Omad erforscht, der angeblich zu jener Zeit lebte, als die Mutter noch auf Erden weilte. Der Nachweis, dass er in unserem Territorium geboren wurde, würde uns großes Prestige verschaffen. Nur die ältesten Klöster haben vielleicht noch Dokumente, die bis in die Zeit der Mütter zurückreichen, doch Männer sind an diesem heiligen Ort nicht erlaubt. Erlauben wir Haret, den ersten König zu erforschen? Zwei sind schon mal für Ja. Damit verliere ich aber mein Bündnis und damit einen Punkt da unten. Also wäre ich theoretisch für Nein. Nein senkt auch das Wissen. Das ist gar nicht verkehrt. Wir nehmen Nein. Das Streben nach Wissen muss sich selbst mit solch einer ehrenwerten Unternehmung an der Tradition halten. Ja, okay. So, die Äbtissin lobt unsere Weisheit. Kein Mann wird Zutritt zu den Klöstern der Mutter erhalten, so wie es seit Jahrhunderten Brauch ist. Seit einem Erdbeben vor kurzer Zeit erhalten wir Neuigkeiten von immer mehr unheimlichen Geschehnissen aus der Gegend um das Kloster von Lorraine im Herzogtum Nathar, einer der ältesten Gebäude des Königreichs. Oh, lange Story wieder. Die Einheimischen klagen darüber, dass die Nächte unnatürlich seien, Kinder hören nicht auf zu weinen, Sterne verblassen und Bäche schimmern seltsam purpurfarben. Viele sagen, es sei kein heiliger Ort mehr und beschuldigen Schwester Celestina, die Hohepriesterin des Klosters. Angeblich habe sie alte Dokumente über die Mutter entdeckt und führen nun seltsame Rituale aus. Beunruhigende Gerüchte aus Lorraine berichten auch von Vermissten aus der Umgebung. Celestina erwirbt sich bei den Einwohnern als finsterer Ruf, einen finsteren Ruf. Mhm. Das sind also so Ritualmorde, um irgendwas zu erforschen. Okay, okay. Kriegen leider bloß noch 3 Punkte, das ist natürlich unschön. Ich würde gerne mehr haben, aber wir müssen die halt nach oben reinkriegen. Bevor wir abdanken, aber wir sind ja noch ziemlich stabil. So, was ist in Ankist dazugekommen? Alles, was Geld kostet. Das ist natürlich sehr, sehr unschön. Ich weiß gar nicht, was ist, wenn es hier nur noch Aufträge gibt, die Geld kosten. Gar keine Auswahl irgendwann mehr. So, das sind die zwei Schieberegler, die wir eigentlich nicht im Positiven bewegen wollen. Den wollen wir nach oben bringen und das beeinflusst auch nur ihn. Dann würde ich erst ihn ja wählen. Also weiter die Aschlinge. Unsere Spitzel haben herausgefunden, dass die Grau... Weizenseuche durch einen experimentellen Dünger verursacht wurde, den der verrufene myrianische Gelehrte Euklesius erfand. Das Königreich Muja wusste Bescheid, doch entschied die Wahrheit zu vertuschen. Dies lässt uns keine andere Wahl, als in den Krieg zu ziehen. Schicken wir einen Attentäter zum Erfinder des grauen Korns in Muja? Nein, wir machen das nicht mit Attentäter. Doch, machen wir natürlich. Weil das ja mein Verbündeter ist. Und dann habe ich aber einen Erzfeind. Und das nach oben steigt. Ich brauche 2 Punkte dafür. Ja, wir müssen das so machen. Wer die Feinde des Königreichs schützt, mit dem sind wir nicht zimperlich. Nach ein paar Tagen verbreitet sich die Neuigkeit, dass Euklesius tot aufgefunden wurde, ertrunken in seinem eigenen Dünger. So geht das. Krieg gegen Muir. Muir brachte uns die Aschenbrotseuche durch reine Unfähigkeit oder gar betrügerische Absicht. Schlimmer noch, sie versuchten die Wahrheit zu verbergen. Wir sind gezwungen, ihnen den Krieg zu erklären. Bereiten wir uns auf den Kampf vor. Das ist natürlich unschön.
Feinde. Du kannst deine Beziehung zu einem Feind wiederherstellen, indem du viermal zu seinen Gunsten stimmst. Dadurch wird die Beziehung auf den Ursprung zurückgesetzt. Okay, schicken wir einen Attentäter, haben wir gemacht. Das ist ordentlich gestiegen. Jetzt können wir das eventuell wieder eintauschen, um das hier ein bisschen hochzukriegen. Ach Gott. Und was haben wir dazu gekriegt? Die Librias Außenbezirke. Weiter mit den Aschlägen, das ist das, was wir jetzt auch nehmen werden. Und hier unten haben wir irgendwas ohne was. Ach, wegen dem Krieg, ja. Die warten auf Befehle. Ja, wir machen erstmal das mit den Aschlägen regeln. So. Letzte Nacht hat eine Gruppe von Aschlingen in einer Gasse in Wandes einige hartnäckige Abergläubische angegriffen, die sie in ihren Notlagern verjagen wollten. Die Menschen haben Angst vor den wachsenden Anspannungen und haben angeregt, dass wir nächtliches Umherziehen verbieten, damit weitere Gewaltausbrüche vermieden werden. Jetzt wollen wir einen Nachtausgang sperren? Nee, eigentlich nicht. Wobei in einer Stadt? Nee, eigentlich nicht. Nee. Und dann haben wir auch keinen Verbündeten mehr. Und wir stimmen aber immerhin für den da. Jetzt sinken aber auch beide. Boah. Wenn wir den nochmal ordentlich hochtreiben, können wir den bei dem anderen vielleicht nach unten bringen. Weil beides nach unten ist kacke. Es geht ganz gegen unsere momentane Ausrichtung. Also müssen wir das wohl umdrehen. Wir rufen den Notstand aus und verhängen über Wandes eine Ausgangssperre, mit der jedem außer dem Stadtwachen der nächtlichen Umherziehen untersagt wird. Da jedoch nichts die Aschlinge davon abhält, tagsüber durch die Straßen zu gehen, überlegen viele intolerante Abergläubige noch ausgedehnter auf eigene Faust zu handeln. Oh, wo da gehen sinkt wohl auch. Nachdem die Ausgangssperre in Wandes durchgesetzt wurde, mussten sich alle Obdachlosen, ob Aschling oder nicht, einem anderen Ort zum Übernachten suchen. Durch ungünstig. Oh, einige Fanatiker, die selbsternannten Verteidiger, glauben, dass der Rat sich auf die Seite der mutmaßlich bösartigen Aschlinge in Tyrel stellt, weshalb sie beschlossen haben, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Oha, die haben die Aschlinge alle umgelegt. Diese gefährlichen Nachtwächter durchstreifen die Straßen von Wandes mit dem erklärten Ziel, vor der Gewalt der Aschlinge zu beschützen. Viele Aschlinge werden brutal verprügelt oder schlimmer. Auch Aschlinge schrecken vor gleichermaßen ruchlosen Gewalttaten nicht zurück. Verdammt, wo ist unser Militär oder unsere Stadtwache? Es ist schwer zu sagen, ob dies der Grund für die Handlung der Verteidiger ist oder eine Reaktion auf sie. Während die Debatten toben, kreisen Krähenschwärme über den Wäldern von Tyrel, um sich an den Leichen gütlich zu tun, die Verteidiger dort aufgehängt haben. Okay, also arme Leute werden jetzt abgeschlachtet und gejagt. Ja, ist natürlich unschön. Läuft gerade nicht so schön. Verhängen wir eine Ausgangssperre, haben wir also final gestimmt. Der ist ordentlich gestiegen. Jetzt müssen wir den wieder runterkriegen, um den steigen zu lassen. Hier ist nicht so viel Auswahl dafür. Vielleicht hier. Aber da könnten wir auch Probleme wieder mit der Nahrung kriegen. Geld und Moral. Ah, das könnte man danach noch machen. Unsere Stabilität ist ganz oben fast. Also, letzter Punkt. Wir müssen Sachen fallen lassen. Den fallen und den steigen. Weiß nicht, ob wir dann schon verrecken. Wir nehmen die Welle der Gewalt. Wir führen die Quest fort. Die Spannung zwischen Aschling und Verteidigern sind außer Kontrolle. Ja, ja, das stimmt. Die Bibliothekskanzlerin meint, die seit Anbeginn anhaltenden Misshandlungen der Aschlinge rechtfertigt ihre gewaltsame Reaktion und empfiehlt, dass wir die Armee entsinnen, um die Verteidiger zu zerschlagen. Dann haben wir keine Armee mehr an der Front. Ich frage mich, ob das hier so zählt. Doch diese behaupten, Wandes vor der Gewalt der Aschlinge zu schützen. Darum sollten wir sie verhaften. Verhaften wir alle gewalttätigen Gewalttaten der beteiligten Aschlinge. Verhaften wir alle an Gewalttaten beteiligten Aschlinge. Also entweder, das hier wäre schlecht für unsere Ausrichtung, weil das da auch noch rausgeht. Das hier müssen wir machen. Und es sind auch zwei für Nein. Aber wir haben denn keinen Verbündeten mehr. Na gut. Dann sinkt hier unten auch ein Punkt. Der Rat der Bibliothekskanzlerin folgt und sendet wir ein Regiment mit einem klaren Anweisungen nach Wandes. Niemand darf mehr Selbstjustiz ausüben. Die Verteidiger müssen ein für alle Mal zerschlagen werden. Ein Regiment erreicht Wandes, die Hauptstadt der Mark Tyrell, in der die Verteidiger am aktivsten sind. Jeder Nachtwächer, den man hier findet, wird mit allen erforderlichen Mitteln davon abgehalten, seine Handlung fortzusetzen.
Viele Bewohner empören sich über die rauen Umgangsformen der Soldaten, doch nach kurzer Zeit ist kaum noch jemand da, der für die Verteidigerpartei ergreift. Und die Aschlinge können sich wieder an öffentlichen Plätzen aufhalten. Auch wenn sie immer noch diskriminiert werden, nimmt die Häufigkeit ihrer Gewalttaten ab. Jetzt haben wir das quasi so ein bisschen normalisiert wieder. Ein düsteres Gerücht sagt, dass blutige Albträume sie plagen und was noch verstörender ist, dass die gewaltsamen Ereignisse ihre Träume oft wahr werden. Was vielleicht ihre Gewaltbereitschaft erklärt. Sie kommen der Gewalt mit Gewalt zuvor. Was jetzt gut ist, wir werden jetzt wahrscheinlich abnippeln, weil die Instabilität, also abnippeln nicht, aber die Herrschaft verlieren. Ja. Und wir haben alle oben in dem Bereich. Wir haben es wieder geschafft. Haha. Perfekt. Der König hat abgedankt. Gut, aber wir kriegen 8 weiße Punkte und nur einen schwarzen. Das ist aber nicht so schlimm. Warum wir nur einen kriegen, weiß ich gerade nicht. Eine Krone für jede Ressource in der oberen Hälfte der Leiste. Eine weiße, also ein Ansehen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 2 zusätzliche weiße, wenn sich alle Ressourcen in der oberen Hälfte befinden. Also 6, 7 Punkte. Aber wir kriegen aber noch 1 und 1. Woher wir die kriegen, weiß ich immer nicht. Ist das der Standardeinkommen? Wie auch immer, wir haben opulent. Eine Regentschaft als opulent schafft. Oh, der steigt um 2, der bleibt so und der steigt um 3. Merkwürdige Ausgangslage mal wieder. Aber alles mehr wird ja oben. Wir könnten eigentlich schon wieder opulent nehmen. Und gucken, ob wir das nochmal schaffen. Extremistisch würde ich jetzt weniger nehmen, wobei man könnte eins voll nach oben pimpen. Wir haben Opus 6 Geld mal wieder. Da kriegen wir ja kaum noch Aufgaben hin. Ich glaube, wir machen opulent einfach weiter. Könnte 2 weiße Kronen zur Folge haben. So, jetzt gibt es nochmal einen Taler, wenn wir das hier gemacht haben. Ein Taler ist besser als keiner. So, wir könnten hier baue königliche Schatzkammer. Da kriegen wir 4 Taler für. Kostet 5,5. Mach ich. Ich mach das. So, erforsche oder... Entweder wir importieren die roten Kakteen, das gibt nochmal ein Geld. Oder wir erforschen die Geologie von Libra. Ne, wir machen das mit 3,1. Ja, dann haben wir 1,1, dann sind wir ausgeglichen. Jetzt, nimm doch an. So, guck mal, jetzt sind wir 1,1. Haben wir hier ein paar Sachen geschafft. Was? Sticke die Namen der Offiziere auf ihre Uniform. Bringt auch nochmal Geld. Für Identifikation, ja, das ist vielleicht nicht wegen dem Krieg, aber das brauchen wir gerade nicht. Aufgrund der wachsenden Herausforderung für das Königreich hat sich der Rat erweitert und das Haus Dualak ist beigetreten. Okay. Wir haben leider nicht nur noch Geld, um nochmal irgendwelche Bündnisse zu machen, aber ist nicht so schlimm, weil die beiden mögen uns. Das Einzige ist, sie haben jetzt bloß noch 8 Punkte unten als Einfluss. Den hier müssten wir vielleicht wieder als Feind loswerden. Bisschen für die Stimmen. Boah, aus dem Rat entfernt Kurs 14. Die wollen mal bitte nicht aus dem Rad entfernen. Die passen ja gerade relativ zu uns. Ich würde die halt wirklich rausschmeißen wollen. Jetzt, wo die ja drinnen sind. Wer ist denn noch drinnen? Stimmt, die unten sind gerade drinnen. Aber da sind wir immer so ein bisschen am Hin- und Her-Switchen. Das geht, glaube ich, noch. Trotzdem ist ein Rad zusammenzurühren, der immer unseren Sachen entspricht, vielleicht auch nicht verkehrt. Gut, wir machen fortfahren. Und... haben neue Aufgaben. Die Welle der Gewalt geht hier noch eine neue Quest weiter. Und das wäre die einzige neue. Okay, also vieles in unserem eigenen Königreich zu tun. Das wie immer beim nächsten Mal, denn unsere Regentschaft hat ihr endet. Darum bis zum nächsten Mal, wie gesagt. Ciao, ciao, schaltet wieder ein.